So, herzlich willkommen wieder bei Stranded Deep. Ihr werdet merken, hier ist irgendwas passiert. Mir ist es nämlich eben gerade aufgefallen. Bevor ich aufnehmen wollte, wollte ich noch das letzte Video, in Anführungsstrichen, was ich produziert hatte, hochladen. Das ist allerdings nicht die Folge, was ist das, 24, die gestern gekommen ist. Sondern die Folge 25, die heute rauskommen sollte. Und ja, die ist weg. Futsch. AD. Die hat sich verkrümelt und einfach mal so ganz ruhig aus dem Staub gemacht. Und jetzt muss ich gucken, wie ich hier zurechtkomme. Ja. Was haben wir da denn gemacht gehabt? Das ist jetzt die viel wichtigere Frage in der letzten Folge. Da haben wir unser Haus weitergebaut. Wir sind jetzt momentan auf einer anderen Insel, wer es nicht vielleicht schon bemerkt hat. Potatoes, okay. Yucca, okay. So. Da hinten, das ist unsere Heimatinsel, wo unser Häuslein steht. Und wir brauchten... Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir brauchten... Brauchten wir wirklich nur Holz oder brauchten wir auch Palmdinger? Ich weiß es nicht, wir machen erstmal alles klein und nehmen erstmal... Wie viel Platz haben wir? Oh. Okay, ich mache mir erstmal Platz. Also, so geht das ja nicht. Ja. Ich weiß, ich habe hier schon ein paar Sachen aufgesammelt gehabt. Hier habe ich auch schon was liegen. Oh, hier habe ich aber schon einiges liegen. Wow, hier habe ich aber wirklich einiges liegen. Eine Machete hatte ich ja gefunden gehabt. Die Walnüsse mache ich jetzt erstmal alle hier hin. Den Stick machen wir auch mal hier zu. Obwohl, von den Sticks können wir eigentlich einmal alle mitnehmen. Können wir schauen. 4 und 4. Das passt wirklich perfekt. Nehmen unsere Axt und... Ja, Axten erstmal drauf los. Und werden dann von hier erstmal ein paar Ressourcen mitnehmen. Ein Hai haben wir auch schon getroffen. Wir sind allerdings nicht daran gestorben, zum Glück. Und was ich glaube, oder was ihr jetzt glaube ich noch gar nicht wisst, ich glaube jedenfalls, wir werden einen Trick anwenden. Einen, ja, Trick, den vielleicht nicht alle mögen werden. Aber, ja, denn etwas schneller auf der See rudern. Das ist, das werden wir jetzt machen. Beim letzten Mal sind wir da glatt aus dem Boot geflogen. Mal schauen, wie es jetzt funktioniert. Wir müssen noch einen Platz lassen fürs Paddelsche. Deswegen gehen wir am besten jetzt schon mal rüber. Wir haben ja unsere Machete zur Not im Krampf. Im Krampf. Moment. Ja, doch, das geht noch. So, Paddel. Und dann, das ist unsere Insel. Der Stick liegt hier nämlich schon perfekt. Das ist das Schöne dabei. So, mal schauen, ob ich den Trick jetzt nochmal hinkriege. Ich weiß nämlich, gar nicht mehr, wie der ging. So, hier. Funktioniert. Nicht bewegen. So paddelt man nämlich so, wie ich das mitbekommen habe. Doppelt so schnell. Was schön ist, wenn gerade ein Hai hinter uns ist. So wie wir es gerade gehört haben. Oh, da war ein Frame-Einbruch. Ich will jetzt eigentlich nicht ins Wasser. Ich hoffe, er fällt nicht rein. Warum ist der Hai so schnell? Ich paddle schon ganz, ganz schnell. Hilfe! Ich höre ihn immer noch. Gänsehaut schon wieder. Nur wenn ich diesen Sound höre. Das ist nicht gut. Nicht ins Wasser fallen. Nicht ins Wasser fallen. Okay, der Hai ist scheinbar weg. Wir paddeln nur noch normal. Ist aber vollkommen in Ordnung, weil wir echt schnell weg jetzt gewesen sind. Es hat also diesmal funktioniert. Wir sind nicht aus dem Boot geflogen. Boah, Frame-Einbruch auf. 11 Frames die Sekunde. Ich hoffe, meine neue Grafikkarte kommt demnächst an. Oh. Ist das hier unseres?
Ja, da ist unsere Hütte. Boah. Alter. So, das müsste die Insel sein, aus der wir gekommen sind. So, schmeiß noch mal hier hin. Obwohl, warte. Moment. Jetzt hier mal ein bisschen an Land. So. Also schnell waren wir eigentlich schon, das muss ich sagen. Puh. Hat doch soweit funktioniert. So, hier ist unser Hütchen. Und was brauchten wir denn jetzt? Ach ja, ich weiß gar nicht, ob wir das bei der letzten Folge schon alles gefunden hatten oder nicht. Da ist ein Hai. Wir haben ein Mysterious Package. Ja, und ich weiß, man kriegt das auch irgendwie nicht auf, so. Nö. Einfach so nö. Also, hier haben wir noch. 1, 2, 3, 4. So, einen Hammer bräuchte ich dann jetzt gleich. Komm ich heute nur so vor, da läuft das unrunder als sonst. Wo ist eigentlich mein Hammer? Mal so eine Frage nebenbei. Hammer? 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 Machete. Hammer. Hä? Da, Hammer. Oh Gott. Muss man erstmal finden in dem ganzen Gewusel hier. Hopp. So. Wir machen eine weitere Wall. So. Wir können noch zweimal eine Wall machen. Ach, Moment, das ist das Falsche. Dann können wir mal schauen, was wir noch brauchen und was wir dann halt eben als nächstes bauen. Roof, Door, Foundation. Wall. Da kommt hier nämlich eins hin. So, zack. Da kommt eine Tür hin. Und da kommt eine Tür. Eine Wand. Eine Wand bei der Tür. Das heißt, wir brauchen noch eins, zwei. Stickies haben wir noch da. Also brauchen wir einmal vier Stickies und einmal Palmwedel. Das heißt, wir können eigentlich alles mitbringen, was wir jetzt gleich tragen können. Der kann jetzt hier bleiben. Habe ich da schon wieder einen gehört? Ein Hai. Ja? Nein? Okay. Ja. Ich glaube, wir können erstmal was essen, oder? Ja, doch, doch. Essen ist vielleicht immer eine gute Idee. Ja. Vielleicht sollte ich jetzt aber auch erstmal die Machete benutzen, denn was das Schöne bei der Machete ist, mit der kann man auch so gut abbauen und fürs Essen und Co. benutzen. Also eigentlich mitunter eine der besten Waffen, Schrägstrich, Abbausachen, weil es einfach beides sehr gut kann. Und halt auch relativ stark ist, auch gegen Haie, so habe ich wohl gelesen. Deswegen. Achso, ja. Wer weg? So. Nehmen wir einfach mal die Machete mit. Dann holzen wir da hinten alles erstmal ein bisschen weg. Paddeln dann wieder hierher. Bauen unser Häuslein zu Ende. Und dann muss ich. Boah, das war jetzt aber gerade. Das war gerade schön flüssig hier. Moment, schaffen wir es nochmal. Wenn du auf den Boden guckst, guck mal, da ist es sogar relativ flüssig. Immerhin. Könnte ja schlimmer sein. So. Wie sieht es jetzt mit unserer Gesundheit aus? Ach, läuft. Was tut die? So, da hinten hin wollen wir. Geht's nämlich? Nee. So. Stellen wir uns mal so ein bisschen in die Mitte. Peilen. Hoffen, dass kein Hai in der Nähe ist. Und restlichen Ressourcen holen, die wir jetzt benötigen. Ich hoffe, das wird so schnell nicht gefixt, weil es ist fürs Let's Play ist es einfach schöner, wenn man schneller über solche Inseln kommt und nicht jedes Mal angegriffen wird. Weil ich glaube, dann würden wir viel zu schnell sterben. Nachdem wir dann übrigens unser Haus gebaut haben, weiß ich noch gar nicht, was wir machen werden.
Ich gehe mal davon aus, dass wir ein bisschen reisen werden. Einfach so aus Prinzip, dass wir ein bisschen auf Reisen gehen, mal ein paar Inseln abklappern. Natürlich auch dafür sorgen, dass wir wieder zu unserer Hauptinsel zurückfinden, denn ich will nicht nochmal irgendwo von vorne anfangen. Und einfach schauen, ob wir so einen Bootsmotor zum Beispiel zusammenkriegen. Einfach surviven. Bisschen Kokosnüsse zusammenkriegen, anderes Essen zusammenkriegen, ne? Dass man einfach sagen kann, yo, bei mir läuft. Ist alles tutti, bei mir läuft das Ganze einwandfrei, ich habe alles, was ich brauche. Und weiter. Schönes Lagerfeuer machen und allem drum dran. Und halt auch Sachen machen, die dann vielleicht noch kommen. Sowas wie ein Bett. Ein Bett werden wir gleich machen auf jeden Fall. Da war schon ein Hai, habe ich wieder gesehen. Zack, 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 zack. Nein! Hopp. So, warte, wo war der Stick? Hier. Na. In die Richtung was. Ja, ja, genau. So. Das war fast. Also, was heißt fast? Ich habe es aus Versehen gerade kaputt gemacht. Also, Haus zu Ende bauen und ein Bettchen mache ich, was wir jetzt machen werden. So. Eigentlich ist das hier schon das, also alles das, was wir jetzt nur brauchen. Es ist vom Prinzip her nicht viel. Das kann ich erstmal reichen. Zack. Ich weiß auch gar nicht, wann so mal wieder ein nächstes Update oder so kommt. Ich bin auch mal gespannt, was hier halt noch alles mit dabei kommt. Und solange, ja, bauen wir uns ein Imperium auf. Weil, wie gesagt, ich glaube, gefunden werden kann man noch nicht. Also, ich meine, und selbst wenn. Auch nicht schlecht. Wir nehmen erstmal alles mit hier. Nehmen allerdings jetzt mehr Sticks mit als Palmdinger. Weil wegen. Ist so. Aber wir können auch gleich viel mitnehmen. Eigentlich ist es egal. Wir kommen ja, wie wir eben gerade gesehen haben, schnell genug hin und her. Und können ja dann eben auch, wie gesagt, von Insel zu Insel. Von daher bin ich mal gespannt, wie das auch bei uns funktioniert. Zack, 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 zack. Was haben wir noch? Zwei haben wir noch Platz. Dann nehmen wir noch einmal Palmen mit. Und noch einmal Sticks. Ach nee, warte. Können wir gar nicht. Dann nehmen wir lieber nochmal Sticks mit. Und ich weiß nicht, wie viel braucht man denn jetzt für ein Bett? Muss ich mal schauen, ob ich eins finde. Irgendwas, was ich dann da. Oh, die Sonne geht auf. Sag ich nicht so. Das Paddel, wo haben wir das hingeschmissen? Ja, hatten wir es irgendwo hingeschmissen. Da. So. Und dann schwimmen wir mal ganz schnell wieder zurück. Da hatten wir schon nachgeguckt. Ich bin nämlich mal echt. Hi. Ich hab nur Hi gesagt. Also ich hab jetzt nur, ne? Also. Ich hab nur Hallo gesagt, ja. So, dann wollen wir mal. Das hätte schon mal gut. Na. Ich glaube, meine Maus wird langsam leer. Das wäre natürlich nicht so gut, wenn die jetzt mittendrin aufhört zu funktionieren. Wow, ich habe hier noch ein Tube unterm Arsch, Mensch. Wow, wow. Nicht so flott, Kollege. Also manchmal funktioniert das dann ganz gut und manchmal, wenn es so ist, dann bewegt man sich nicht so weit nach hinten aus dem Boot heraus. Wenn man ein so gutes Timing hat, wie ich scheinbar eben gerade, dann bewegt man sich etwas weiter weg vom Boot, als man möchte. So, ja doch, so, ich glaube so kann man das bezeichnen. Ja, doch, das passt, glaube ich. Ich muss auch mal schauen, dass ich überhaupt es schaffe, alles so richtig vorzuproduzieren für diese Woche. The Binding of Isaac läuft. Das ist nicht das Problem. The Binding of Isaac ist ein ganzes Weilchen vorproduziert gewesen.
weil ich mir da schon dachte, lieber ein Projekt durchgehend bereit haben bis zu meiner nächsten Urlaubswoche. Deswegen bin ich da auch gleich vorsichtig gewesen. Allerdings war es auch das einzige Projekt, was Stranded Deep...